Heute stelle ich euch ein neues Computerspiel von Head Up Games vor, und zwar Thea, The Awakening. Und ja, es sieht schon mal cool aus. Es ist ein neues Strategiespiel, das kommt am 28. April in den Handel. Ich habe es jetzt vorab schon mal bekommen. Und ja, es klingt schon mal ganz vielversprechend. Dort steht, es ist zum Beispiel ein Soundtrack inklusive Postkarten auch. DRM-freie Version und halt der gratis Steam-Key ist dort enthalten. So sieht nochmal die Rückseite hier aus. Ja, weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber ich mache die Schachtel auch mal kurz auf. So, das hier ist die CD, bla bla bla. Kann man hier vielleicht nochmal sehen. Zack, die CD. Ist eigentlich ganz cool für Leute, die eine schlechte Internetverbindung haben. Und hier haben wir zum Beispiel, hier habe ich Postkarten. Möchte diese Postkarten jemand haben? Warte, hier. Okay. Kann ich mal verlosen, also das ich brauche die ja selber nicht hier. Also so eine Postkarte. Ja, zwei Postkarten. Also, wer sich dieses Video hier anguckt und dann irgendwie sagt, genau, sagt doch mal, wie ihr das Spiel findet, was man an dem Spiel so verbessern könnte. Also, wenn ich das jetzt gleich euch vorstelle und ja, ein bisschen Kritik und was war gut und so. Und wer das gemacht hat, der kann dann, ja, hier von mir eine Postkarte gewinnen. Also schreibt's mal in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnt ihr eine von zwei Postkarten. Jetzt schauen wir uns mal das Spiel Thea The Awakening hier in-game so an. Der Startbildschirm sieht schon mal echt cool aus. Ich finde das Design, das ist echt schön gezeichnet. Und ja, dann klicken wir mal auf neues Spiel. Und hier sehen wir direkt, was wir hier machen können. Also wie gesagt, man kann hier, also ich kann das ja mal kurz zeigen, also vorlesen. Thea The Awakening ist ein düsteres, rundenbasiertes Strategiespiel, inspiriert von der slawischen Mythologie. Es überzeugt durch die perfekte Kombination verschiedenster Spielelemente. Das Strategiespiel bietet Survival-Elemente, eine zufallsgenerierte Spielwelt, ein einzigartiges Kampfsystem und eine nonlineare Geschichte. Ja. Also das klingt ja schon mal ganz gut. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier mal auswählen. Was nehmen wir denn mal? Okay. Also man kann hier seine Götter, sag ich mal, freischalten. Momentan haben wir die beiden hier. Mokosch, die Mutter Erde, Leben, Natur so. Grün oder die Göttin des Todes. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Okay. So, Grundwissen. Eure Dorfbewohner sind schlau und erforschen daher alles schneller. Also, das sieht mir so ein bisschen siedlermäßig aus. Aber wisst ihr was? Ich möchte ein Dorf mit der Schwierigkeit, mit dem Dorf Schwerpunkt Krieger. Sammler ist zwar auch cool, aber wir nehmen jetzt erstmal Krieger. Ich mag kämpfen. Was gibt's denn hier alles? Gottgleich. Ja, man stellt sich gottgleich, so wie Goethe, der sich auch manchmal gottgleich stellt. So, ich nehme aber erstmal einfach, weil das immer so. Wir schauen mal, wie das sich so auswirkt. So, ja, die Göttin des Todes und der Wiedergeburt, wie die wechselnden Jahreszeiten. Eure Wirkungsstätte ist das Rad der Zeit. Ja, nur ein Teil des Okay, wir schauen mal. Ihr seid der Ansicht, die Finsternis sei nur ein Teil des Schicksalrads gewesen. Ist es nun da, die Sonne zurückgekehrt ist, an der Zeit nach vorne zu blicken. Im Zeitalter der Finsternis standet ihr nicht schützend über euren Anhängern. Der kleine überlebende Pöbel beeindruckte euch jedoch so sehr, dass ihr ihm nun euren Schutz zusichert. Es ist Zeit, das nächste Zeitalter einzuläuten. Ah, okay. Also, der liest das übrigens alles nur so auf Englisch vor. Ja, bla bla. Kann man das hier irgendwie ausstellen? Weil das ist ein bisschen nervig. So. Aber der Text, der ist alles immer auf Deutsch. Ist eigentlich ganz schön. Ah, okay. Theas erwacht. Ihr seid keine Zeit zu verlieren. Ihr seid eine Gottheit. Oh, ich bin ein Gott. Das ist sehr schön. Erste Mission. Überleben. Okay. Gut. Ja, get food und craft better. Ah, das klingt schon mal cool. Wir haben hier den Wladimir. Ja, der Wladimir, die Pola, Ruzena und Henrik. Ja,
Also man sieht schon, dass es ja, slawische Mythologie, das kommt hier schon mal zustande. Das ist ja irgendwie ein Bote. Theodor, Bordu, Theodor, hallo. Was ist das? Ja, wir klicken jetzt mal das mal an. Ja, zack, zu. So, Theodors Tutorial. Ja, kann man den auch... Was ich mich jetzt gerade mal frage, ist, ob man den auch ausstellen kann. Also das ist ja die Sprachausgabe, oder? Der nervt... Oder weiß ich nicht. Ich mach den mal so ein bisschen leiser, der nervt so ein bisschen. Theodors Tutorial. Okay, lass uns die Grundlagen der Kartennavigation. Na gut. Das weiß man so, wer so spielt, der kennt das. Ah. Dorfaufgaben. Das erinnert mich. Es ist echt so ein bisschen wie Siedler, erinnert mich das Spiel. Ich meine, aber nur ein bisschen billiger. 20 Euro für das Spiel. Egal, ob man die normale Version oder die Box-Version hat, das ist beides so. So, was machen wir denn jetzt mal? Was machen wir hier? Kann man die hier zu irgendwas verdonnern? Nee. Theodors Tutorial. Hallo? Bin ich da jetzt nicht... Was ist das? Phasenbeschreibung, bla bla bla. Bla bla bla, gut, das haben wir, ja. Was ist das hier? Sammeln. Ja, dann sammeln wir doch mal. Jetzt arbeiten die Leute. Oder? Arbeiten die jetzt? Aktuelle Aufgaben. Ah, ne, wir müssen einen hier reinstellen. Was ist das? Wen stellen wir mal da rein? Ach, guck mal, eine Frau. Hier die Pola und die Ruzena. Das sind die typischen Frauen. Ah, ne, Holz. Ne. Holz kann man hier der Henrik machen. Ein starker Mann. Ne? Ja, ja. Okay. Ja, man muss einen Dorfbewohner da reinziehen und super. Hättest du das Ressourcenpaket. Super. Beschäftigte anzeigen. Ja, schön. So, jetzt sind die hier beschäftigt oder wie? Ah, okay. Da unten findet man Hilfe. So. Okay. Steuerung nochmal. Karte verschieben, ja. Beendet die Runde. Wer die nächste? Ah, okay. Okay. Gut, dann. Was ist das denn hier? Kann man hier das nicht so draufklicken? Was ist das? Ausrüstung. Ah, okay. Inventar. Ja gut, das ist schon alles ausgerüstet. Das ist ja unsere Stadt hier. So, und hier unten links sehen wir, deine Dorfbewohner müssen etwas essen. Jeder Charakter verbraucht jede Runde einen Nahrungsgegenstand, der mit noch so einem Essenszeichen markiert ist. Nahrung wird benötigt, um Wunden zu heilen. Wenn Dorfbewohner die Nahrung ausgeht, hungern sie und sterben schließlich. Eine gute Auswahl an Nahrung gewährt viele Boni. Brennmaterial wird im Dorf und in Lagern benötigt. Es wird ein Brennmaterial pro Runde verbraucht. Ohne Brennmaterial gibt es keine zusätzliche Heilung. Und jeder Abschluss einer Aufgabe erfordert doppelt so viel Zeit. Okay. Will ja nur mal. So, was ist das hier? Achso. Ah, das zeigt dir die Ressourcen an, die es hier so gibt. Ah, okay. Das ist das. Wie können wir denn hier laufen? Können wir hier... Wie, zweite Runde? Was ist das? Forschung? Dorfbewohner untätig. So, dann... Herstellen. Bauen. Okay. Neue Expedition. Was kann man da machen? Expedition erstellen. Oder... So, dann haben wir hier. Nee. Gucken wir mal, wie wir die Leute hier bewegen. Was ist das denn hier? Forschung. Über den Forschungsbildschirm kannst du Fortschrittspunkte ausgeben, um neue Ressourcen, Herstellungs- und Baurezepturen freizuschalten. Blabla. Okay. So.
Ah, ja. Da muss man hier erstmal draufklicken. Expedition 1. Ey, Expedition? Ja. Ihr Expedit. So. So, was macht denn jetzt? Geht mal zum Tutorial, macht das mal, ja. Aufteilen noch nicht. Oh, komm mal, mach mal Ort durchsuchen. Nun, hallo, ich sehe, er kommt zurecht und macht erste Fortschritte in der Welt. Gut gemacht. Ereignisse wie zum Beispiel das Treffen mit mir werden im Laufe eurer Abenteuer eintreten. Manchmal sind sie zufällig, manchmal vorgesehen und immer verschieden. Ereignisse können eintreten, wenn ihr auf Erkundung seid, jedoch auch global oder innerhalb eures Dorfes. Denkt also an, dass es gefährlich sein kann, wenn ihr eure Siedlung unbeaufsichtigt zurücklasst. Gut, Ereignisse können jederzeit eintreten, sowohl innerhalb des Dorfs als auch draußen in der Welt. Noch was? Bei vielen Ereignissen müsst ihr Dinge bringen oder Dinge tun, um mit dem nächsten Schritt fortfahren zu können. Nahrung, bla bla bla. Könnt Ressourcen in eurem Dorf jedoch einem Lager während der... Ah, cool. Okay. So, in Ordnung. Weist mir die Richtung zu diesen Ebern. So. Das heißt, Expedition. Einmal dahin. Ihr findet die Eber, von denen Theodor euch erzählt hatte. Es ist nur ein paar, weshalb es nicht allzu schwer sein dürfte. Doch statt eines direkten Angriffs könnt ihr es mit einer anständigen Jagd versuchen, wenn ihr über die richtigen Fertigkeiten verfügt. Oder noch besser, ihr könnt zur Natur zurückkehren und diese wilden Tiere niederringen. Das ist aber keine einfache Option. Lasst es... Was nehmen wir? Ringt sie nieder. Okay. Dann machen wir das. Kampf beginnen. Wir kämpfen. So, was nehmen wir denn? Vor jeder Herausforderung werden die Karten deiner Charaktere in eine offensive und eine defensive Hand aufgeteilt. Hier hast du die Möglichkeit, diese neu zu mischen, solltest du mit der Hand nicht zufrieden sein. Du erfährst mehr über die Herausforderung und ihre Mechanik, sobald die Herausforderung beginnt. So, dann machen wir, lassen wir es einfach so. Willkommen im Kartenminispiel. Blablabla. Wenn du lieber ein Tutorial-Video, ja, möchte ich nicht. Wenn du der Meinung bist auf, ja, möchte ich auch nicht. Um zu siegen, musst du alle Karten deines Gegners ausschalten. Lass uns anfangen. Oh, wie Yu-Gi-Oh! So. Oder Gwent bei Witcher. Dein Deck besteht aus deinen Gruppenmitgliedern. Die Werte der Schadenstyp und die taktischen Fertigkeiten beruhen auf ihrer Ausrüstung und ihren Fertigkeiten. Dein Deck wird in zwei Hände aufgeteilt. Offensive Hand und taktische Hand. Die beginnende Seite wird in jeder Runde zufällig ausgewählt. Du beginnst mit einer Vorbereitungsphase. Hier werden deine Karten gespielt. Die Kampfphase folgt, nachdem alle Karten gespielt wurden. Dieser Wert zeigt an, wie viele Karten du in dieser Runde spielen kannst. Jede Karte wird durch zwei wichtige Werte charakterisiert. Angriff und Defensive. Angriffe fügen Schaden zu und verringern die Defensive einer angreifenden Karte. Wenn die Defensive 0 erreicht, wird diese Karte ausgeschaltet. Charaktere können verschiedene Angriffsarten haben, abhängig von der Waffe oder von besonderen Fähigkeiten. Einige Angriffe können zusätzliche Effekte haben, wie zum Beispiel Gift oder Aussaugen. Nur bei Kampfherausforderungen, deine während der Herausforderung erlittenen Wunden werden übernommen und können zum Tod des Charakters führen. Oh! Offensive Karten sind für den direkten Angriff vorgesehen und werden mit Linksklick auf dem Schlachtfeld platziert. Die Initiative einer Karte ist von der Reihenfolge abhängig. Blabla. Taktische Karten wirken unterstützend. Sie können lediglich mithilfe ihrer Fähigkeiten gespielt werden. Unterstützungsaktionen wirken sich auf eine mögliche Karte. Ja gut. Wenn sowohl du als auch dein Gegner eine Runde passt, beginnt die Kampfphase. Kampfphase erinnert mich an Yu-Gi-Oh! Karten. Okay. Wenn eine Karte kein Ziel auf dem Schlachtfeld hat, wird der Schaden den verbleibenden Karten in Händen zugefügt. Yu-Gi-Oh! Wenn mit der ersten Kampfphase die Herausforderung nicht beendet wird, folgt eine zweite. Okay. Was machen wir denn? Ich möchte ganz gerne.
Hier. Ja, greift das an, oder? So. Und dann nehmen wir mal. Was nehmen wir denn mal? Aus der Offensive Hand des Gegners ab. Okay. Nehmen wir mal. Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Verwirren. Hatte ich das verwirren? Nee. Gegentaktik. Ich glaube, so. Man kann ja nur jeweils eine Karte ziehen, nehmen, also. Runde beenden. Gut. So, wen greifen wir an? So. 8 plus 3. Okay. Sehr schön. Was machen wir? Oh, okay. Machen wir das mal. Verwirren. Kann man nichts mehr klicken, ne? Und wie nicht? Gegner an der Reihe, so. Oh, 14 plus 3. Das ist ein bisschen stark. Nehmen wir das mal. Ja, so. Ja, wir verwirren dich, ja. Das machen wir. Kampfphase. Ja. Ha. Geschlagen, ja. Die kloppen sich. Duell der Karten, ja, die kloppen sich. Oh. 3 Leben nur noch. Ah. Oh. Ach so. Ja. Oh. Oh. Eine Frau ist tot. Aber guck mal, guck mal, guck mal. Was muss ich denn jetzt machen? Behalten. Ich glaube, wir haben gut Sachen getötet. So. Das hier nehmen wir mal und nehmen wir mal gegen an. Können wir das gar nicht machen. Gut. Dann nicht. Dann nicht. Physisch. Wir greifen wieder damit an. So. Können wir das hier? Oh, okay. Gibt's nicht. Och, dann nicht. Dann nicht. Kämpfen wir wieder. Oh. Ja. Bisschen tot. 2-2. Oh, die ist tot, die Agatka. Nein, stirb nicht. Ja, geht doch. Kann man auch. Ja, misch mal neu. So. Oh, wir haben eine 12-12. Also, das ist schon mal gut. Ich glaube, die andere wäre sonst tot. Das ist ein bisschen doof. So, brennt. So, und dann kloppen die sich. Zack. Müsste der jetzt eine sterben. Nicht! Boah, wir. Nein! Ah! Oje. Was ist denn jetzt? So. Jetzt hat er 3 Leben. Jetzt muss das aber töten hier. Oh, aber die hat. Die macht 11 Schaden, oder wie? So. Und. Okay, dann nicht. Dann nicht. So, Kampfphase. Jetzt bettet ihr euch mal. Zack, zack, kaputt. Ihr wart siegreich. Ist das schön. Ihr ringt sie nieder. Ihr habt gewonnen. Okay. Linksklicken, zerlegen, rechtsklicken. Okay, gut. Ja, geht. Ja, ich bin gegangen, so. So, bewegt euch mal hier wieder. Hallo? Hallo?
Ah, ich glaube, wir müssen erstmal hier Runde beenden. Runde 3. So. Jetzt gehen wir wieder dahin. So. Reden wir mit dir. Wir haben die Knochen. So, bitteschön. Ja, ja, ja. Zack. Bisschen reden. Das geht immer ganz gut. So. Oh, da kann man wieder kämpfen. Ah, okay. Aber ich würde ganz gerne mal hier Ressourcen werden hier angezeigt, ne? Deswegen könnte ich ja mal diese Ressourcen vielleicht sammeln. Okay. Ja, sammelt mal die Ressourcen. Sammeln. So. Wenn ihr mal. Alle sammelt mal. Wisst ihr doch mal. Dürfte ja für euch kein Problem sein. So. Sammeln. Dauert das so lange? Lager abbrechen. Okay. Produktionsreihen und Gebäude. Produktion. Was produzieren wir denn? Ja, gut. Ja. Da hinten, wie gesagt, da hinten könnte man jetzt weitergehen und kämpfen. Aber ich finde, für den ersten Einblick in das Spiel reicht es, finde ich, so. Es ist halt so ein bisschen rundenbasiert, so, dass man hier mal guckt, da greift man an, da sammelt man Ressourcen und so. Es ist halt so eine, na gut, die Welt ist schon recht groß. Das ist auch, finde ich, echt cool. Was ist das denn hier? Das sieht echt geil aus, so. Und ich hoffe, ich habe euch einen tollen Einblick in das Spiel vermitteln dürfen. Und Verbesserungen, Kritik, schreibt es in die Kommentare. Wer möchte noch die Postkarte haben? Deswegen in die Kommentare, Feedback und so weiter. Ja, falls ihr euch das Spiel holen möchtet, es kostet 20 Euro. Egal, ob die Steam-Version oder auf Amazon die Box-Version. Also, da ich lieber eine Box haben würde, würde ich mir an eurer Stelle die Box-Version holen. Das ist auch mal was Schönes zum Anfassen. Und mit den Postkarten ist das alles ganz cool, weil die Box-Version kommt jetzt am 28. April raus. Und ja, dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos wieder und ciao, Leute.